So, musste gerade noch einmal Ruben persönlich nichts sagen. Ja, viele Informationen von unserem neuen Direktor Sport. Ich denke, er hat gute Einschätzungen zu unseren einzelnen Neuzugängen und unseren Spielern gegeben. Ich denke, das ist das Schöne, also beim Rheine kannst du nicht depressiv werden, ne? Das ist mal Fakt. Ja. Da geht er voran und auch da, ich meine, er hat international gespielt bei Linz, ist einfach auch eine Spielmaschine, weil er jedes Spiel auch mitgenommen hat. Und das hat uns einfach auch ein gutes Gefühl gegeben, auch so mit nach dem Anmoderieren und das Miteinander, dass der Rheini auch nur zu uns wollte. Das hört sich immer doof an, aber es war ja tatsächlich so. Was für uns das Wichtige einfach auch ist, wer hier ist, der muss jetzt für 100% sein. Nicht mal eben, nehme ich mal mit oder bin ich jetzt mal. Nee, das ist unsere Challenge, das ist unsere Aufgabe. Und da ist der Rheini einfach wirklich, der wollte jetzt diesen Schritt bewusst machen. Und wie er dann auch schon die ersten Tage, wie er dann auch so die Trainer, auch wie er die ersten Tests gemacht hat, da waren schon gute Werte dabei. Hattest du eigentlich zwischenzeitlich irgendwann mal Befürchtungen, dass du aufgrund unseres Abstiegs bei dem einen oder anderen Spieler vorne Wand laufen könntest, und weil die sagen, ja komm, aber jetzt Schalke, guckt euch mal eure letzte Saison an, was da für eine Stimmung geherrscht hat, etc. pp. Nee, muss ich sagen, das war ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema, weil natürlich auch klar, letzte Saison war nicht positiv, es gab viele, viele auch negative Berichte und auch negative Dinge, die passiert sind. Auf der anderen Seite einfach mal zu hören, ob der bewusst auch was anspricht. Wie ist denn das da überhaupt? Oder kommt das immer so vor? Das war nie ein Thema. Es war immer dieses Thema Schalke und Schalke wieder einfach zu Werten zu führen, die der Verein auch braucht. Und das war, glaube ich, das Schöne, dass es überhaupt nicht ein Thema gab, von wegen, das Spiel war aber nicht gut oder da gab es mal irgendwie negative Folklore sozusagen, sondern einfach nur dieser Wunsch, starten zu lassen, dieser Wunsch, dass die Fans zurück in die Arena kommen. Und dann, glaube ich, wenn du das Bild malst, hast du zumindest schon mal, ohne jetzt Budget anzusprechen, dass du eine Geschichte erzählt. Und dann packst du den Jungen und sagst ganz ehrlich, guck dir das Bild mal an. Die Bude ist voll, Arena, am besten noch der Dach zu, ist egal, Hauptsache die Stimmung, und da war schon Gänsehaut. Und da haben wir auch als Verein einfach auch die Situation genutzt, was dieser Verein eigentlich alles hat. Wir haben dann auch ein Video zusammengeschnitten, einfach in 3 Minuten 53, um den Neuzugängen einfach mal zu zeigen, was bedeutet Schalke, wenn man das so kann überhaupt in 3:53, aber einfach diesen kurzen Flash. Und wenn man Fußballer ist, ja, dann hat man Gänsehaut. Das muss ich sagen. Jetzt habe ich es gerade auch. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Ne? Dass einfach die Jungs, wenn sie danach nicht anspringen, ja gut, dann kannst du die Tür zumachen, dann brauchst du nicht mehr über das Budget reden. Ja. Das meine ich halt. Und das, da kam überall direkt nicht nur ein Daumen hoch, sondern echt auch ein Satz, ne? Von wegen so echt sensationell. Ja, ich fand auch beeindruckend, wir haben ja die Vertragsunterzeichnungen, die endgültigen, hast du ja immer in der Arena gemacht, und danach sind wir meistens durch irgendeine Loge in die Arena reingegangen. Und kein Spieler, der reingekommen ist, hat nicht mit einem Boah reagiert, obwohl das Stadion leer ist. Zeigt die Verantwortung. Das, ich glaube, wenn du live drin stehst, dann kommt, das sage ich ja, die schon hier sind, die vielleicht sagen die nicht, was ist normal, aber die kennen ja die Arena. Aber und derjenige von außen sagt erstmal nichts, weil er sich gerade vorstellt, oh, warte mal, jetzt spiele ich auf der rechten Seite. Da gehen die Ränge aber hoch. Und dann musst du dir noch vorstellen, dass dann die Sitzplätze wegkommen und dass die Steher da hinkommen und die richtige unsere Fankurve. Und musst du nicht mehr viel reden. Sag ich ja. Wenn das nicht juckt, dann bist du auch kein richtiger Fußballer. Ich sehe das Glänzen in deinen Augen. Du kannst es auch selber kaum erwarten, oder? Ich kann selber kaum erwarten. Ich habe ja auch den Jungs auch gesagt. Ich bin ja selber jetzt neu. Ne? Ich bin selber neu und ich war von Anfang an so angefixt auch, ne? Zu sagen, ich will hier was schaffen, ich möchte hier anpacken. Da wird es hier auch mal wieder Grießcreme ins Gesicht geben, das ist ja Fußball. Aber jetzt einfach der Start und jetzt die Vorbereitung mitnehmen. Und ich glaube, dann gibt's wieder richtig Bock. Rufen, ich danke dir soweit. Du wirst jetzt sicherlich auch ein bisschen da unten zugucken, ja, und schauen, wie deine
Neuerwerbungen sich machen und dein neuer Kader sich macht. Ich wünsche dir und natürlich uns allen eine erfolgreiche Vorbereitung und ich denke, wir werden nicht das letzte Mal von das hoffe ich auch nicht. Takt gesprochen haben. Alles Gute und viele liebe Grüße an die Fans, die jetzt zugeschaut haben und lass uns gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Danke dir. Danke. Richtige Füße ausgeben. Genau, sehr gut. So, ich musste gerade noch einmal Ruben persönlich Tschüss sagen. Ja, viele Informationen von unserem neuen Direktor Sport. Ich denke, er hat gute Einschätzungen zu unseren einzelnen Neuzugängen und unseren Spielern gegeben. Ich denke, dass wir alle ein wenig Vorfreude verspüren auf diese neue Saison. Und wie die dann vielleicht aus Fansicht aussehen wird, das können wir jetzt gleich direkt weiterklären, denn hier gibt sich ein Gesprächspartner prominentat mit dem anderen die Klinke in die Hand. Bei mir ist Mitja Müller von Team Fanbelange. Hi Mitja. Glück auf, hi. Wie schön ist es für dich, ich sag mal in Anführungsstrichen, endlich wieder was zu